Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Im heutigen Video werde ich zusammen mit dem lieben Paul Hi. einmal über den Fortnite-Strategie-Welt-Statusbericht der Heimatbasis vom 13.10.2020 reden. Kurz bevor ich jetzt aber richtig loslege, noch ganz kurz ein paar Informationen oder besser gesagt auch Dankeschön-Grüße. Und zwar Danke geht raus an den lieben Skara. Der hat nämlich auch zu dem Thema schon ein Video gemacht. Der Link zum Video und auch zum Kanal sind nochmal in der Videobeschreibung. Wie gesagt, von Skara habe ich mich da auch ein bisschen inspirieren lassen. Ne? So ein bisschen, ne? Ich denke, ihr wisst, was ich damit sagen will. Deswegen will ich da nochmal ganz kurz ein paar Grüße rausgeben, weil, wie gesagt, das kann man schon wenigstens tun. Ne? Und wie gesagt, noch eine kleine andere Information. Und zwar habe ich am 10.10.2020, das ist der Sonnabend oder Samstag vorvorgestern gewesen, ein Video gemacht zu einem, ja, ich gehe nicht ganz drauf ein, wie gesagt, wenn ihr das Video anguckt, werdet ihr verstehen oder wissen, welches Thema das ist. Wie gesagt, wäre wirklich sehr, sehr lieb, wenn ihr da mal rübergehen würdet. Ist natürlich keine Pflicht, es ist freiwillig, das will ich gleich sagen, aber kann man sich mal angucken, ist ein ja, wichtiges Video auf alle Fälle für den Kanal, weil es den Kanal sehr betrifft. Es betrifft mich momentan sehr und dementsprechend, wie gesagt, will ich schon noch mal ganz kurz darauf hinweisen. Ne? Sonst würde ich das nicht machen, aber wie gesagt, bei so einem Video mache ich da mal eine kleine Ausnahme. Und ebenfalls ist es ja heute so gewesen, dass in Fortnite oder generell, dass Fortnite heute ein paar Mal abgestürzt ist bei manchen. Ne? Und ich habe heute gestreamt und mir ist es leider auch zweimal passiert, dass mein Game abgestürzt ist, und jeder, der auf PlayStation streamt, weiß, denke ich, was da passiert. Und zwar leider stürzen da auch die Streams ab dementsprechend. Klar, wir haben noch Offstream-Trading gemacht, wie ich es gesagt hatte, aber ein paar andere Informationen, zum Beispiel auch zum morgigen Stream, morgen Mittwoch, dem 14.10.2020, habe ich halt noch nichts groß gesagt. Wie auch in den letzten Tagen wird der Stream morgen ungefähr 17, 18 Uhr starten. Wenn es Änderungen geben sollte, werde ich euch auf alle Fälle im Community-Tab auf dem Laufenden halten. So, und jetzt will ich euch nicht länger auf dem Dings gehen. Wir fangen jetzt direkt mal an mit dem Video. Und wie gesagt, und das will ich noch ganz kurz mit sagen, danke nochmal für den Support im Stream. Danke nochmal auch für den Support unter dem Video, was ich gerade nochmal beworben habe. Und jetzt fangen wir richtig an, Leute. Es geht los mit dem Statusbericht vom 13.10.2020, genau. So, am 17.10.2020, der Samstag oder Sonnabend in dieser Woche, bietet uns schon die erste Erneuerung, die hier angekündigt wurde. Und zwar wird am 17.10. eine neue Auftragsreihe namens Clips Albtraum oder Albträume, je nachdem, starten. Da kann man sich eine Entdeckerin freischalten, die so ähnlich oder eigentlich fast genauso aussieht wie der Skin hier im Hintergrund beim Waffenlager. Und der hat halt auch eine Besonderheit, dass der wirklich sehr gut zum Farmen, zum Metzfarmen und so weiter geeignet ist. Wie gesagt, nur so viel dazu. By the way, werden sich die Shops bis auf den Shop am 31. alle am, oder 2 Uhr nachts aktualisieren. Am 31. ist dann hier schon Winterzeit, deswegen um 1, ne? Sage ich nochmal gleich nochmal was zu. Wie gesagt, den Skin kann man sich ab da 2 Uhr nachts durch die Auftragsserie freischalten. Dann gibt es auch einen neuen, oder was ist neu? Es gibt den Wolfskin wieder. Den habe ich auch hier in der Sammlung, kann ich auch mal ganz kurz zeigen. Wie gesagt, das ist ein mythischer Held und der ist ein, oder es ist ein Ninja, will ich gleich mal vorneweg sagen. So, der ist natürlich bei Event-Anhängern relativ ja, so ein bisschen mittig, hä, Paul? Du kannst auch ein bisschen was zu sagen. Ja, was hast denn du eigentlich von den Skins? Ich habe eigentlich nur den Wolfskin, den ich auch die ganze Zeit. Okay, mit, so hier, nee, das ist der Rabenskin, da kommen wir auch gleich nochmal zu. Da gibt es auch was Wichtiges zu sagen. Wo haben wir denn jetzt? Bin ich jetzt doof? Ich hatte ihn vorhin schon mal gehabt irgendwie. Na, wo haben wir denn? Hier unten haben wir denn. Genau, bei eigentlich Albtraum. Hätte ja eigentlich sinnvollerweise auch gepasst. So, Gegenstand ansehen. Wie gesagt, ich habe den jetzt nicht hochgelevelt. Deswegen sieht man den nicht ganz, aber auf dem Bild hier, na, ich denke, ihr wisst, wie der aussieht ungefähr. Ist, wie ich gesagt habe, Ninja. Und ja, hier sieht man nochmal die ganzen Special Gadgets, dass der halt, wenn Nacht wird, etwas schneller rennt und auch die Energieeffizienz oder Kosten etwas geringer sind. So, dann kommen wir zum letzten Gegenstand, der am 17. Oktober freigeschalten wird, und zwar zu der Spukpistole. Das ist eine Skizze, die man auch ebenfalls in der Sammlung sehen kann. Bei Event-Skizzen ist die bei den Albtraum-Sachen, das konnte ich mir merken. Wie gesagt, die kommen dann rein, kostet 1680 Gold, genauso wie auch die Totengräber-Skizze, die ja momentan auch noch verfügbar ist. Das ist einmal hier diese, die Spukpistole.
Und ja, wie gesagt, ist eine wirklich sehr gehypte Skizze, die man auf alle Fälle besitzen kann. So, dann kommen wir zum Rabenskin und besser gesagt auch direkt zum 24. Oktober 2020. Shop wird sich da auch, by the way, noch 2 Uhr nachts aktualisieren. Und zwar kann man den ab dem Tag dann auch freischalten. Genau, oder besser gesagt kaufen, ist ein mythischer Ninja auch. Hier sieht man nochmal die Special Gadgets. Und das Wichtige, was es ebenfalls dazu zu sagen gibt, oder nicht direkt zu dem Skin, aber zu dem Datum, ist das ein Skin. Na, was, Paul? Nee. Dass ein Skin namens Blutfinder AC ebenfalls in den Shop kommen wird, das ist dieser hier, mit dem hier, ja, mit dem leisen Hut hier und genau, hier nochmal die Special Gadgets, ist ein Entdecker und genau, dann geht es weiter mit der Woche 3, oh, wie gesagt, das vorher war die Woche 2, das ist ja so geschrieben, das bedeutet Woche 1, ne, so ungefähr 17. bis 24., dann Woche 2, 24. bis zum 31. und ab 31. dann ist die Woche 3, ne, und wie gesagt, ich denke, ihr wisst ungefähr, was ich meine, wie gesagt, jetzt zur Woche 3 quasi zum 31. Oktober, da wird sich der Shop, wie ich es am Anfang gesagt habe, 1 Uhr nachts aktualisieren. Und die Gegenstände werden bis zum 21. November im Shop oder generell verfügbar bleiben. Es gehen auch einige davon aus, dass sich der Unterfangzonen-Battle-Pass in Hexylvanien an dem Tag auch beendet. Man weiß es nicht, wie gesagt, wenn es zu den ganzen Thematiken irgendwelche Informationen geben sollte, halte ich euch auf alle Fälle auf dem Laufenden. So, dann, wie gesagt, kommen wir zu dem 31. Oktober 2020. Da gibt es eine neue Heldin, das ist die Arlene, ja genau, Arlene Isa. Und die kann man sich dann auch kaufen. Genau, hier ist auch im Eventshop dann verfügbar. Und Paul, du wolltest auch noch ganz kurz was sagen zum Thema, oder zur Thematik, oder zur Skizze Sturmklinge. Da wolltest du was? Ja? An dem Tag kommt auch dann gleichzeitig noch die Sturmklinge rein. Auch denken wir, dass es für 1680 Gold reinkommt, wie zum Beispiel die Totenkleber und die Spukpistole. Genau, hier nochmal die Spektralklinge. Wie gesagt, auch ebenfalls wie die Spukpistole. Ne? Es ist einfach eine. Es sind wirklich gehypte Skizzen. Ne? Wie gesagt, kann man sich dann auch, wie Paul schon gesagt hatte, für 1680 Gold kaufen. Und by the way, wird es auch in der Zeit eine besondere EP-Belohnung und so weiter geben. Für Missionsalarmbelohnungen und auch Minibosse, sprich, man bekommt extra Bonus Vorteils Fixe und Vorteils Blusse. Vorteils Blusse zum Beispiel auch ein Episch Gold, ne, auch blau und grün. Aber wie gesagt, auch Episch Gold, was auch sehr gefragt ist. Die bekommt man dann in einer kleinen Bonusmenge durch die Missionsalarmbelohnungen. Und wenn man zum Beispiel Minibosse killt, kann es auch passieren, dass die Vorräte droppen. Und da bekommt man dann halt auch ein paar mehr Vorräte. Ja, Paul, gibt es noch irgendwelche Fragen deinerseits irgendwie an, ja, irgendwie... Eigentlich nicht, also. Willst du noch irgendwas mitteilen noch irgendwie? Hast du noch eine Meinung oder? Nee, eigentlich, ich wollte nur noch was fragen. Kommen jetzt eigentlich am Halloween alle Albtraumhelden, die in der Sammlung sind, auch alle rein? Da das ist die Frage. Wie gesagt, man kann sich einige auch durch die Lamas kaufen. Gut, Paul, dass du nochmal drauf ansprichst. Lama-Openings werden in den nächsten Wochen auch noch einige folgen. Ne, dann auch in der Ferienzeit quasi dann ab nächste Woche. Werden wir dann ordentlich in Gruften reinzuchten nochmal, um einige Lamis öffnen zu können, um auch vielleicht die Kürbis-Surfer-Skizze noch zu ziehen. Wir hoffen einfach mal, Paul. Bei dir ist auch nicht passiert mit der Kürbis-Surfer-Skizze, ne? Und wie gesagt, auch Candy Corn haben auch einige gefragt. Ich weiß nicht, ob das kommt, ne? Auch die anderen Sachen, wir müssen sehen. Wie gesagt, wenn es Informationen gibt, halte ich euch auf dem Laufenden. Wir werden eh jeden Tag versuchen, RDW zu streamen. Das heißt eigentlich alles, wir sollen eigentlich alles besprechen, was neu kommen, was neu kommt und kommen sollte. Wie gesagt, hier ist da auch noch nichts groß angekündigt. Und ja, Totenkleber auch drin noch. Wie lange die noch drin ist, ich denke auch noch ein paar Wöchchen, würde ich sagen. 31. vermute ich, weil dort ein Halloween ist und dann halt... Ja, kann auch bis zum 21. November sein. Okay, Leute, das soll es dann aber auch erstmal gewesen sein mit dem Video. Wenn es noch Fragen gibt oder sowas oder irgendwie Sachen gibt, die ich vergessen habe zu sagen oder eventuell auch Verbesserungsvorschläge geben sollte, könnt ihr all die gerne mal in die Kommentare posten. Ich bedanke mich, Paul, fürs Mitmachen, für deine ja, Aussagen, Antworten und dergleichen. Wie gesagt, morgen 17 Uhr, 18 Uhr ungefähr Stream. Ne? Sollte eigentlich so passen. Vielleicht kommt noch ein kleines Video online. Werdet ihr dann sehen. In dem Sinne, Leute, euch einen schönen Abend oder Tag. Haut rein, bis zum nächsten Video oder Stream und ciao. Ciao.